Unser Vater im Himmel, wir kommen an diesem Morgen vor dich und danken dir für einen neuen Tag, dass du uns mit Leben beschenkst. Und ich danke dir, dass wir in so einer großen Runde sein können. Danke, dass gestern noch alle heil angekommen sind. Und bitte segne du diese Andachtsstunde. Sprich zu uns durch dein Wort und öffne unsere Herzen und unsere Ohren, damit wir es verstehen, annehmen und lernen, damit zu leben. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen. Amen. So, once again, good morning to all. Noch einmal einen guten Morgen an alle. As every morning here in this house we have a worship together, worship time. Wie jeden Morgen haben wir hier eine gemeinsame Andacht. And now for Sergei and Nicole, this is your first morning with us. Und Sergei und Nicole, das ist für euch der erste Morgen hier. Yeah. And well, the worship is translated to German from English, okay? Und die Andacht wird vom Englischen ins Deutsche übersetzt. My German ability are not that great. Deutschkenntnisse sind nicht so wunderbar. So that's how we conduct our worship. Und so führen wir unsere Andachten immer durch. In the evening is the same because Melbourne has the same issue as I have. Am Abend ist es das gleiche mit Melbourne, weil er genau die gleiche Sache hat But wie mir. He could speak he could do it probably more than I do. Aber er könnte sehr höchstwahrscheinlich die Andacht auf Deutsch halten, mehr als. I'm not that long here, so we bear with me, okay? Aber ich bin noch nicht lange hier, also ja, bitte ich um Geduld. Yeah. So in the last few days we've been having different themes. In den letzten Tagen hatten wir immer wieder verschiedene Themen. We started speaking about consecration. Wir haben über Hingabe gesprochen. And yesterday we spoke about the quality of our service to God. Gestern sprachen wir über die Qualität unseres Dienstes an Gott. And we read the story in the book of Luke, where in the temple Jesus saw the publican and the Pharisee giving praises and prayers to God. Und gestern haben wir in Lukas gelesen, wie Jesus die zwei verschiedenen Anbeter im Tempel sah, den Pharisäer und den Zöllner. And we understood that God looked at the heart of the persons. Und wir verstehen, dass Gott auf die Herzen der Menschen schaut. The Pharisee portrayed himself as a person doing good. Der Pharisäer stellte sich selbst als eine Person dar, die völlig gut ist. Exalted himself. Hat sich selbst erhöht. But it didn't, you know. But inside of him, his heart was not there. Aber sein Herz war nicht bei der Sache. His action was speaking for him. Und seine Werke sprachen für ihn. But the reality was very far apart from what he was trying to portray to the people. Aber die Realität war fern dem, was er den Menschen vorgab zu sein. The heart was not consecrated to das God. Herz war Gott nicht übergeben. And sometimes we also we have this tendency in our life. Und auch wir haben manchmal diese Neigung im Leben. We portray who we are not. Wir geben vor, jemand zu sein, der wir nicht sind. Just because sometimes people are afraid of to be judged by others. Weil manchmal die Menschen Angst haben, von anderen gerichtet zu werden. Or because we want to achieve certain standards. Oder weil wir bestimmte Standards erreichen wollen. But when we inside of us, then sometimes it's completely different. Aber in uns ist es manchmal ganz anders. And I give an example, some of my some things I experienced in my life. Und ich habe einiges in meinem Leben schon erlebt. Also with friends. Auch mit Freunden. Very good friends of mine. Sehr guten Freunden von mir. Leaders. Also in the spiritual things. Auch solche, die in geistlichen Dingen andere geleitet haben. Speaking about God. Sie sprachen über Gott. And they show good example outward at least. Und sie haben ein gutes Vorbild gelebt, nach außen hin zumindest. But then they end up leaving the faith. Aber dann haben sie den Glauben verlassen. And their home was in chaos. Und ihr Heim war ein völliges Chaos. You know, there was probably the wife, the husband, the children, big chaos. Es gab dann großes Chaos zwischen den Ehepartnern und den Kindern. And when you ask the people, I would, you know, people were shocked when things suddenly come up. Huh? Und die Menschen waren schockiert, als das auf einmal zum Vorschein kam. I would never thought such a thing. Ich habe mir sowas niemals vorstellen können. It was such a good person. Er war doch so eine gute Person. Had end up that he beat his wife up. Und jetzt kommt heraus, dass er seine Frau ständig geschlagen hat. And sometimes we live in this kind of reality, or we create this reality. Und manchmal schaffen wir uns selbst eine Realität. To try to portray good. Um uns gut dastehen zu lassen. But what is inside is not exactly the same. Aber was in einem drin ist, ist manchmal nicht das gleiche. And we become great deceivers of ourselves. Und wir werden
zu solchen, die sich selbst täuschen. But this is not the quality of worship that God is looking for. Das ist nicht die Qualität der Andacht oder der Anbetung, nach der Gott sucht. God look for the heart of the people. Gott schaut auf das Herz der Menschen. Reality. Auf die Realität. And all, even though our heart is dirt and full of yeah, dirt, yeah. Und obwohl unser Herz voller Schmutz ist, like was the heart of the publican, wie das Herz des Zöllners aus der Geschichte, it brought that unto God. So brachte er genau das vor Gott. In that state as he was. In dem Zustand, wie das Herz halt war. And we know that the Bible say that this man went home justified rather than the other. Und wir lesen in der Bibel, dass der Zöllner gerechtfertigt nach Hause ging, eher als der Pharisäer. He didn't have any good deeds to present to God. Er hatte keinerlei gute Werke, die er Gott präsentieren konnte. But he brought the right things in front of God. Aber er brachte genau das Richtige vor Gott. And that was his heart. Und das war sein Herz. All that God needed, really, was das his heart. Das ist das, was Gott eigentlich wirklich will. This is true in spiritual matter, but also in the daily life. Und das trifft auf das Geistliche zu, aber auch auf die alltäglichen Dinge. And I think also people are getting tired of things are fake. Und die Menschen werden ermüden der Falschheit. In the long run, people want reality. Die Menschen wollen die Wahrheit und die Echtheit. What experience what is real. Sie wollen das erleben, was real ist. They want to have real connection to the people. Sie wollen eine wahre Verbundenheit mit den Menschen. Because what is fake, it doesn't fulfill our hearts. Denn das, was falsch ist oder eine Täuschung ist, erfüllt nicht unser Herz. And so this is the way the man relate to God. Und so they should be related to God in reality and presenting their heart. Und so sollte sich der Mensch auch auf Gott beziehen, indem er sein Herz Gott präsentiert. But the other side also God relate to man. Und so bezieht sich auch Gott auf den Menschen. And he does that in several ways. Er macht es auf verschiedene Weisen. Throughout he presents himself to the people. Wie er sich dem Volk zeigt. And I was thinking these days a certain question in my head. In den vergangenen Tagen hatte ich einige Fragen. And I'm still thinking about. Über die ich immer noch nachdenke. Trying to study about. Und wo ich studiere, um sie beantworten zu können. But I will not speak about this today because it's still in process. But we are going to go there maybe some days when I finish my thinking. Wir kommen heute nicht mehr darauf zurück. Ich bin immer noch im Prozess des Denkens, aber vielleicht werden wir das in einer Andacht in den kommenden Tagen haben. If God today is still relevant. Ist Gott heutzutage immer noch relevant? Mm-hmm. To the people. Für die Menschen. Or to the nation. Oder für das Volk, für die Nation. It is God out of date. The idea of God out of date. Ist das Konzept Gott altmodisch? Because this is a question that many people have now. Das ist die Frage, die viele Menschen im Moment haben. Because I was looking some statistic. Ich habe einige Statistiken durchgeschaut. Looking the European picture, how people are believing in God, or atheistic statistic. Eine Statistik über Menschen, die entweder an Gott glauben oder atheistisch sind. And in Europe is getting more and more common, unbelief in God. Und diese Statistik war in Europa gemacht worden und die Statistik zeigt, dass die Europäer immer weniger an Gott glauben. Compared to North America, for example. Yeah? Im Vergleich zu Nordamerika zum Beispiel. The country the most believing in Europe are. Und die Länder in Europa, die noch am, ich sag mal, gläubigsten sind oder an Gott glauben. Stronger, sind, with more percentage. Yeah? Ja, mit also eine höhere prozentuale Anzahl. There was Portugal. Waren Portugal. There was some East European country. Östliche europäische Länder. Then was Italy a bit lower down. Und dann etwas auf der geringeren Liste war schon Italien. Spain. Spanien. And then the last one was French. Und France. France, yeah. Und das letzte Land auf der Liste oder eines der letzten war Frankreich. And England, you know. Und England. They are the one that with less believing in God. Da sind die wenigsten Menschen, die noch glauben. Germany was kind of in the middle between all this. Yeah? Deutschland war irgendwo in der Mitte. So there is a decreasing perception of God and reality of God in the country and the people's minds. Das heißt, das Denken über Gott oder das Glauben an Gott nimmt immer mehr ab bei den Menschen in verschiedenen so Ländern. So what God has to offer then? Was kann Gott today heutzutage denn noch bieten? But first of all, let's open our Bible in Deuteronomy chapter 6. Wir schlagen 5. Mose Kapitel 6 auf. There is something about the character of God that we found here. Hier finden wir etwas in dem Bezug auf Gottes Charakter. And today we're not going to answer all these questions that I just mentioned.
Heute werden wir nicht alle Fragen, die ich gestellt habe, beantworten können. But we're going to find one quality of God's character here, and how he related to the people on the olden days. Und hier werden wir einen Charakter zu Gottes finden und wie er zu den Menschen damals Bezug nahm. Let's read from verse 10 in chapter 6 of Deuteronomy until verse 12. Wir lesen die Verse 10 bis 12 aus 5. Mose Kapitel 6. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Das finde ich. Till 12. Mm-hmm. We found one characteristic of God's character. Hier finden wir einen Charakterzug Gottes. This was a way that he was relating to the people in the old days. So nahm er Bezug zu seinem Volk in den alten Tagen. God always presents certain covenant or certain promise to the people. Gott präsentiert oft ein Bündnis oder eine Verheißung dem Volk. It was a type of way of relationship to God. Es war eine Art, wie Gott Beziehung aufbaut. Also a way for the people to know about God. Und damit das Volk auch über Gott etwas hörte und wusste. As someone that is truthful. Und zwar als jemand, der wahrhaftig ist. Someone that can take care of them. Als jemand, der sich um sie kümmern kann. Someone that keep his word. Und als jemand, der sein Wort hält. There was a way for them to experience God in these days. Ja, das war eine Weise, wie sie Gott in den Tagen erleben konnten. And God has been making promise to the people or to all these followers. Und Gott gibt immer wieder Verheißungen an sein Volk oder auch an seine Nachfolger. Yeah, it's true you follow me. Er sagt, wenn ihr mir nachfolgt. And you are, and there are certain ways that we follow, that we connect to each other. Und es gibt bestimmte Wege, wie man sich miteinander verbinden kann. And I do have certain ideas. Okay. Gott sagt, ich habe gewisse Vorstellungen. Certain ideas for his people. Vorstellungen und Ideen für mein Volk. For the nation that is chosen, as chosen. Für die Nation, die er erwählt. In this case was the nation of Israel. Und in dem Fall, wie wir gerade gelesen haben, war es die Nation Israels. And through these promises that God has given to the people. Und durch diese Verheißungen, die Gott dem Volk gegeben hat. And how he was going to fulfill them through them. Und nun war er dabei, genau diese zu erfüllen. It was also representing his character to them, showing his character daily. Und so präsentierte er seinen Charakter täglich dem Volk. In the first verse, in verse 10, we found. In Vers 10 lesen wir, that God will bring to fulfillment certain promises. Dass Gott eine gewisse Verheißung nun erfüllen wird. And he's mentioning about the forefathers of the people. Und er erwähnt hier die Vorväter des Volks. And he's speaking about the land that he swore unto the fathers. Und er spricht hier von dem Land, welches er diesen Vorvätern zugeschworen hatte. He mentioned Abraham, the father of faith, Isaac and Jacob. Er erwähnt hier Abraham, den Vater des, also den Glaubensvater, und Isaac und Jakob. We know that up from Jacob came the 12 tribes of Israel. Wir wissen, aus Jakob kamen die 12 Stämme Israels. We know that these people dwell for a certain time in the land of Egypt. Wir wissen, dass dieses Volk für eine gewisse Zeit in Ägypten lebte, in Goshen. Until Moses came. Bis Mose dann kam. And during that hundreds of years they was in Egypt. The people of Israel, they lost connection with God. Und in diesen hunderten von Jahren, wo das Volk in Ägypten war, haben sie die Verbindung zu Gott verloren. They get acquainted to the customs of the Egyptians. Sie gewöhnten sich an die Gewohnheiten der Ägypter. And also to the culture. Okay? Und deren Kultur. And so they have a bit lost the touch to the God, who God was. Und so haben sie dieses Wissen darüber, wer Gott ist, verloren. You know, when God led them out of the land of Egypt, Gott sie dann aus dem Land Ägypten herausführte, he makes certain promises, he reminded them of certain covenant that God have made in the former days with his people. Da erinnert Gott das Volk daran, dass er Verheißungen geschlossen hat mit denen, die vor ihnen waren. They need to re-study or relearn about God themselves. Sie mussten nochmal von vorne Gott neu kennenlernen. As nation. Als eine Nation. But also as individuals. Aber auch als Individuen. We know that afterwards they went to Canaan. Wir wissen, dass sie danach nach Kanaan zogen. After Moses, Joshua took over.
und das nach Mose Josua dann übernahm. And slowly the nation of Israel was built up. Und so wurde diese Nation Israel weiter aufgebaut. But God is swearing here they will do what he said. Aber Gott schwört hier, dass er das tun wird, was er zugesagt hat. And then it's so true in the past and it's so true also today. Und das trifft in der Vergangenheit zu, als auch heute. Let's read some Bible verse to confirm what we are speaking about. Wir wollen einige Bibelverse lesen, die das bestätigen, was wir gerade gelesen haben. Go to the book of Habakkuk. Wir gehen nach Habakkuk. Chapter 2, verse 3. Kapitel 3, Vers 2. Bei den kleinen Propheten etwas schwer zu finden. After Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk. Also Habakkuk 3, Vers 2. Vers 2, Vers 3. 2, Vers 3, Entschuldigung, andersrum. 2, Vers 3. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit. Und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trüben. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Okay, we found a counsel, a promise also. Hier finden wir einen Ratschlag, es ist auch eine Verheißung. It's about certain vision or prophecy also. Es geht hier um eine bestimmte Vision oder eine Prophezeiung. Whatever has been spoken is not a lie, God say. Whatever has been spoken. Even is not a lie. Ach so, lie. Was L-I. Immer auch gesprochen wurde, ist keine Lüge. Even though it's delayed, tarry means delay, wait for it. Selbst wenn es sich verzögert, so warte auf sie. Because it will surely come. Denn sie wird ganz gewiss eintreffen. God say whatever I have spoken. Gott sagt, was immer ich auch sage. In whatever context. Egal in welchem Zusammenhang. Or whatever covenant promise I made. Oder egal welche Verheißungen ich gebe. It will come to pass at a certain point. Wenn ich sie gebe, okay. Werden sie eintreffen zu einem gewissen Zeitpunkt. And he's speaking about his integrity, fulfilling what he's saying. Er spricht von seiner Integrität und das Erfüllen dessen, was er sagt. But that also is the same about every individual. We can apply the same to us as individuals. Das Gleiche können wir aber auch auf uns als Individuen anwenden. Open your Bible in Philippians chapter 2. Schlag mit mir. Philippa 1 auf. Verse 6. Und dort Vers 6. It's a very piquant verse. Das ist ein sehr bekannter Vers in Philippa 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher noch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Okay, we found two things now. First of all, whatever God say and whatever promise, even though it delays, it will come to pass. Das erste, was wir lernen, ist, egal was Gott auch sagt, und wenn es sich auch verzögert, so wird es dennoch eintreffen. And that's when we can apply this to nation or prophecy. Und das können wir auf die Nation und auf die Prophezeiung auch anwenden. But when we speak about us as individual. Aber wenn wir über uns als Individuen sprechen. Because maybe we don't have an idea of vision and promises or prophecies about nation or things. Maybe we don't have an idea, we don't understand these things. Weil wir vielleicht diese Prophezeiungen über die Nation oder andere Dinge nicht verstehen oder begreifen. It doesn't matter, but God is speaking to the individuals also. So ist das egal, aber Gott spricht auch zu jedem individuell. Whatever I started in you, I will perform it at the end, on the day of Jesus Christ. Er sagt, egal welch ein gutes, das gute Werk, das ich angefangen habe in dir, das werde ich auch beenden. And he's speaking about how he works in us. Er spricht darüber, wie er in uns wirkt. He's speaking about the transforming characters. Er spricht hier über den verändernden Charakter. God's speaking to the heart of the people. Gott spricht zum Herzen der Menschen. The goal of God is to bring to fulfillment what he started. Gottes Ziel ist es, das zu beenden und zu erfüllen, was er angefangen hat. And we already spoke in the previous days about how heart desire the heart of the persons. How God desire the heart of the persons. Ich habe in den letzten Morgenden und Andachten schon erwähnt, wie sehr sich Gott nach dem Herzen der Menschen sehnt. And God, what God wants to bring to fulfillment is the heart of the person to be cleansed, purified and uplifted. Und was Gott sich so wünscht, auch für das menschliche Herz, ist, dass es gereinigt wird. Purify, cleanse and uplift. Ja,
gewaschen wird, gereinigt wird und erhöht wird. Remember, God say he will carry us on the right hand of his righteousness. Denn erinnert euch an den Vers, wo Gott sagt, dass er uns durch die Rechte an seiner Gerechtigkeit hält. The goal of God has never been to put people down. Was never to bring people down. The goal of God. Also, das Ziel Gottes sollte niemals die Menschen erniedrigen. Whatever work he do, he will try to uplift. He's speaking always uplifting the person. Sondern egal was er auch tut, es dient dazu zu erheben. And he speak about emotion, how to deal with stress. How to have peace in the heart. Er spricht über Emotionen, wie man mit Stress umgeht und wie man den Frieden im Herzen erlangen kann. Security, fear. Sicherheit und auch über Angst spricht er. Forget for a moment the laws and the prophecy, what has to happen. Vergesst einmal all die Gesetze und Prophezeiungen, die geschehen sollen. God focus first on you as individual. Gott fokussiert sich zuallererst auf dich als Individuum. Of course, we're still in the contest or the great controversy. Immer noch im Zusammenhang des großen Kampfes natürlich. But that would not mean nothing to us. Aber das würde für uns nichts bedeuten. If as individual we are not connected to God. Also das ganze so drumherum würde nichts bedeuten, wenn er nicht auf uns als Individuen eingehen würde. It would still not work. Es würde dann nicht arbeiten. And that's why with the Pharisee in the temple, even was trying to do things, maybe working out salvation in a sense. Und der Pharisäer aus dem Gleichnis in Lukas 4 hat versucht, durch die Werke vielleicht auch seine Erlösung sicherzustellen. Or tried to work for to present the God to the people and the nations around him. Er versuchte durch seine guten Werke Gott und dem Volk und den Nationen drumherum darzustellen. Follow God because it's right. Er sagt, er folgt Gott, weil das richtig ist. Maybe he was speaking as a Pharisee, the Messiah will come and judge the nation. Vielleicht hat er als Pharisäer auch gesagt, der Messias wird kommen und das Volk richten. These are all good activities. Das sind alles gute Werke. But it's not a God say first, I will finish the work I started in you. Aber Gott sagt, bevor er an die Nationen geht, wird er das Werk erst in dir verrichten. This is what I want to bring to fulfillment. Denn das ist das, was ich erfüllen und beenden will. And when that happens, und wenn das geschieht, as we cooperate together, wenn wir mit Gott kooperieren, automatically all the rest will follow up. Dann wird alles andere automatisch folgen. The first focus, der erste Fokus, is the fulfillment of God's character in our life. Der erste Fokus liegt darin, den Charakter Gottes in einem privaten Leben einer Person zu erfüllen. And if we allow God to work in us, wenn wir Gott erlauben, in uns zu arbeiten, he say being confident, the Bible verse, of this very thing. Dann sagt der Bibelvers, dürfen wir davon überzeugt sein. If you say to God and you say, God, I want to work with you. Wenn wir zu Gott sagen, Gott, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. And your heart is surrendered. Und du übergibst dein Herz Gott. And there is a desire, a small desire to do and to work with God. Und es gibt da diese, wenn auch kleine, vielleicht Sehnsucht für Gott zu dienen, Gott zu dienen. And you say yes. Und du sagst ja. I'm willing. I'm willing. Ich bin willig. Then the Bible say, be confident. Dann sagt die Bibel, dann sei zuversichtlich. You can be sure. Be confident means you can be sure. Und dieses zuversichtlich sein heißt, du kannst dir ganz sicher sein. Under this condition, unter diesen Umständen, God will fulfill his purpose for your life. Wird Gott sein Ziel und Zweck für dein Leben erfüllen. Joshua 21:45. Joshua Kapitel 22. God speaking to the nation, 21:45. Joshua 21, also Kapitel 21. Speaking to the house of Israel. 45, wo Gott hier zum Haus Israel spricht. Es fehlte nichts an allem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. And this is another proof that we found here. Das ist Joshua 21, Vers 45. Mm-hmm. Und das ist the proof of God fulfilling his promise. Hier finden wir einen Beweis, dass Gott seine Verheißungen erfüllt. He said everything that was said about the house of Israel until this point. Hier steht nämlich, dass alles, was er Gutes dem Haus Israel verheißen hatte, nothing failed. Alles eingetroffen war. But all came to pass. Und nichts blieb zurück. Everything will come to pass as God has spoken. Alles, was Gott sagt, wird sich erfüllen.
about the nation, about the world, whatever it is. In Bezug auf sein Wort und auf die Nation. But also about us individually. Aber auch uns individuell betroffen. And also for, and let us not forget this, us as individual connecting with God. Und lasst uns nicht vergessen, Gott als Individuum zu fragen, dass wir mit ihm arbeiten. And now God fulfilled the promise for each one of us. Wenn Gott die Verheißung für jeden einzelnen von uns erfüllt. Now let's go back to Deuteronomy, to the second verse now. Dann gehen verse 6:11. Zurück zu 5. Mose 6, Vers 11. There is a second part now that we found. Hier finden wir einen zweiten Teil. So we found that God clearly wants to fulfill and to work in us. Wir haben herausgefunden, dass Gott ganz deutlich in uns arbeiten möchte und uns einigen möchte. And there are some certain consequences of following God. Und dann gibt es bestimmte Folgen, die das Nachfolgen Gottes mit sich bringt. Read again, verse 11. Also 5. Mose 6, Vers 11. And maybe to understand, read again the last part of verse 10. Yeah? Okay. And to give the... Yeah. Okay, then you start as in English is different. Mm-hmm. Okay. Also 5. Mose 6, Vers 11. Und Häuser von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, wenn du isst und satt geworden bist. So something happened here to the people. Hier ist dem Volk noch etwas geschehen. God reminded the promise that he did to the forefathers. Gott erwähnt die Verheißungen, die den Vorvätern gegeben hat. And it's about the land. Okay? Es ist bezüglich des verheißenen Landes. So, I will give you the land for your nation, so to say. Er hat gesagt, dieses Land werde ich dieser Nation geben. And on top of that, he's adding some other promise. Und zudem hat noch eine weitere oder mehrere Verheißungen gegeben. I will give you good cities, goodly cities. Er sagt, ich gebe euch gute Häuser. Which thou buildest not. Die du gar nicht selbst gebaut hast. House full of good that you did not. Ja, Haus own. Vollem Gute, voll allem Guten. Well, digged well that you didn't dig out. Ausgehauene Zisternen, das heißt Brunnen, die du nicht ausgehauen hast. Vineyard and olive tree that you planted not. Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. That you shall eat and be full. Und ihr sollt davon essen und satt werden. It's interesting, right? Das ist interessant, oder? You know, here God is providing something that the people didn't work for. Und Gott versorgt das Volk mit etwas, wofür sie gar nicht gearbeitet haben. As a consequence of him giving a promise to the people. Als Ergebnis dessen, dass dem Volk eine Verheißung gibt. The people following God. Das Volk folgt Gott. And God say, and will provide all these things to you. Und Gott sagt, dafür werde ich euch mit allem weiteren versorgen. That's remind us also of the Bible verse of Matthew 6:33. Das erinnert mich an den Bibelvers aus Matthäus 6, Vers 33. Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles weitere hinzugefügt werden. You know, and this is the same. Und hier ist es das Gleiche. As we follow God's promises, wenn wir Gottes Verheißungen folgen, God promised blessing to his people. Dann verspricht Gott Segnungen seinem Volk. Let's read the Bible verse in Joshua 1:8. Lesen wir den Bibelvers aus Josua 1, Vers 8. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Again, we find a promise attached to following God here. Wieder ist hier eine Verheißung an das Nachfolgen Gottes gehängt. Thy way will be prosperous and thou shall have good success. Hier steht es, dass du Gelingen haben wirst und weise handeln wirst. These are possibilities that is available for all of us. Und das sind Möglichkeiten, die für alle von uns hier erhältlich sind. God will fulfill what he started in us. Gott wird das erfüllen, was in uns angefangen hat. Whatever process or life. Egal, was für ein Prozess im Leben es ist. But as well, he will cover us with his blessings. Cover us with blessings. Und er wird uns mit Segnungen überschütten. He will provide for his people. Er wird sich sein Volk kümmern. No matter in what situation they are. Egal in welcher Situation sie sein. This reminds me what happened in some centuries ago. Das erinnert mich, was vor einigen Jahrhunderten geschehen ist. Yeah. I remember when there was the
say, the Reformation in Europe. Die Reformation in Europa. When there was persecution, als es Verfolgung gab, some of the people decided to fled to the oversea. Okay? Da haben einige versucht, über das Meer zu fliehen. In America they call the Pilgrim Fathers. Yeah? The Pilgrim Fathers. In Amerika werden sie die Pilgerväter genannt. Yeah? The one that after they founded the nation, as we know of United States of America later on. Wir wissen, dass sie den Staat Amerika gegründet haben, als sie aus Europa geflohen sind und nach Amerika kamen. And so as they traveled with the ship, the land to the States. Und so sind sie mit den Schiffen nach Amerika gesegelt. Looking for freedom. Haben nach Freiheit Ausschau gehalten. And when they arrived there. Als sie dort ankamen. They found something interesting. Haben sie etwas sehr Interessantes dort vorgefunden. We found reference on this also in some book of Ellen White. Und wir finden dazu auch Bezug in den Büchern von Ellen White. But also other historical documents beside the book on Ellen White, they're also speaking about this actually. Aber auch andere historische Bücher schreiben über dieses Ereignis. Book of the Pilgrim Fathers from the American side. Auch das Buch über die Pilgerväter, die von der amerikanischen Version. Yeah, they describe this situation when they arrive into the land. Sie beschreiben die Situation, als sie dann in dem Land ankamen. And they found it. Full city build. Und dort vollständig aufgebaute Städte fanden. Nobody there though. Und dort wohnte aber niemand. Houses, towns, that was already built. Häuser, Städte waren bereits aufgebaut. And they just went in, so to say. Und diese Flüchtlinge, die aus Europa kamen, sind einfach dort eingezogen. But they don't know where this came from. Sie wussten nicht, woher diese Städte kamen. They never find out. Das haben sie nie herausgefunden. But for them was a blessing. Aber für sie war das ein Segen. Because there was a place to shelter then, available for them. Weil sie nun einen Ort hatten, an dem sie Schutz finden konnten. And that reminds me a lot of this Bible verse that I will bring you to the land and I will build house, I will give you a house that you build not and vineyard that you grew not. Das erinnert mich an das, was wir gerade gelesen haben, wo Gott sagt, ich werde euch in ein Land bringen, wo ihr Häuser haben werdet, die ihr nicht gebaut habt und Öl. Weinberge und Ölbäume haben werdet, die ihr nicht gepflanzt habt. And this shows us the quality of care that God has for the people that decide to follow him. Das zeigt uns den Charakter, den Gott hat für solche, die entscheiden, ihm nachzufolgen. To fulfill his promise, his own word. Dass er nämlich sein eigenes Wort, die Verheißungen erfüllt. And this allows to develop faith and trust in God also. Und das entwickelt den Glauben und das Vertrauen in Gott. Because from his side he say, I fulfill and every word I say is coming to pass. Denn Gott sagt, dass er alles erfüllen wird und jedes Wort, was er spricht, geschehen wird. Remember the, also the prophet Elijah at the river. Erinnert ihr euch an den Propheten Elia an dem Fluss, an dem Bach? The crowd coming bringing food. Die Raben brachten ihm Futter, also Nahrung. The nation of Israel in the wilderness, the manna coming from heaven, or the quail and the water from the rocks. Als das Volk Israel in der Wüste war, Manna vom Himmel fiel oder die Wachteln kamen oder das Wasser aus dem Felsenfluss. Until the modern history, just say about the Pilgrim Fathers. Until we come to the modern history, also the same with the Pilgrim Father. Und jetzt in der moderneren Zeit haben wir die gleiche Geschichte über die Pilgerväter. But that happens still today. Und auch heutzutage geschieht das. And sometimes we live miracle after miracle, we don't even notice it ourselves. Und manchmal geschehen Wunder über Wunder und wir bemerken es nicht einmal selber. People, we have so many stories of people experiencing God's blessing in these ways. Wir haben so viele Menschen, die Gottes Segnungen erfahren haben. The Germans always remember George Müller. Die Deutschen erinnern sich immer wieder oder besonders stark an George Müller. A bread came to the doors of the people. Wie dort auf einmal Brot or the orphanage. Vor dem Waisenhaus dann gebracht wurde. But, you know, he prayed, he was sure that God will provide. Er war sich sicher gewesen, er hatte gebetet, er wusste, dass Gott das Waisenhaus versorgen würde. God will not leave his children alone. Gott würde seine Kinder niemals alleine lassen. God always fulfill his word. Gott erfüllt immer sein Wort. He want to fulfill what he started in our life. Er will das erfüllen, was in unserem Leben angefangen hat. And he provide for us. Und er kümmert sich um uns. And we can be sure of this daily. Und darüber können wir uns täglich sicher sein. And this type of experience make us think and say, can make us think and say. Und diese Erfahrung lässt uns denken und sagen. That even will come a time one day that we need to choose between following God and forsake
our places, our homes. Dass wenn auch eine Zeit kommen mag, wo wir Gott erwählen müssen und unsere Heime verlassen müssen. We know that God will take care of his children. Dass wir wissen, dass Gott sich trotz allem um seine Kinder kümmert. Because he always did. Weil er das bereits schon immer getan hat. And that gives us a sense of security also. Das gibt uns auch einen Sinn der Sicherheit. Also when we give up something for God. Auch wenn wir etwas für Gott aufgeben. And this we do willingly, of course. Und es willig tun. It's our desire to do that. Weil es unser Wunsch ist. God always will take care of his children. So wird Gott sich immer um seine Kinder sorgen. And therefore the people was reminded of this. Und das Volk Israel wurde daran erinnert. It was reminded of the promises. Es erinnerte sich an die Verheißungen. Go back to Deuteronomy chapter 6. Geh nochmal zurück zu 5. Mose Kapitel 6. God reminded the promise of the forefathers. God reminded them the promise given to the forefathers. Gott erinnerte sie an die Verheißungen, die den Vorvätern gegeben wurden. He promised them he will give them place to dwell. Gott verhieß ihnen, dass er ihnen einen Ort gibt, wo sie wohnen können. And then he gave a recommendation to the people in verse 12. Und in Vers 12 gibt er ihnen dann eine Art Empfehlung. A very important recommendation to the people. Eigentlich eine sehr wichtige Empfehlung oder ein Hinweis read an verse, das Volk. Read verse 12. 5. Mose 6, Vers 12. So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. God attached to the promise a reminder, like a side note. Yeah? Gott tut sozusagen an diese Verheißung eine Erinnerung mit dranhängen. Do not forget. Vergesst ihn nicht. Do not forget the God that brought you out of the land of Egypt. Vergesst nicht den Gott, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Do not forget how God already worked in your life. Vergiss nicht, wie Gott bereits im Leben gewirkt hat. You know, when the people they was traveling in the wilderness out of Egypt. Und als das Volk durch die Wüste aus Ägypten heraus als das Volk aus Ägypten in die Wüste lief. They just experienced the 10 plagues of Egypt. Hatten sie gerade die 10 Plagen in Ägypten erlebt. Terrible and dreadful moment for the Egyptians. Das waren schreckliche und furchterregende Momente für die Ägypter. Frogs, flies, water turned into blood. Frösche, Mücken und Wasser, was sich in Blut verwandelt. Darkness. Dunkelheit. The death of the firstborn. Der Tod der erstgeborenen Söhne. Or every person, every animal. Oder every person and every animal. Bei den Menschen und bei den Tieren. And we know that the place where the Israelites were dwelling at that time, it was untouched. Und wir wissen, dass zu der Zeit der Ort, wo die Israeliten wohnten, verschont geblieben ist. There are also historical recordings about all these events. Und es gibt auch historische Aufzeichnungen über dieses Ereignis. And then, and the land of Egypt was in darkness, but Israel have light. Und obwohl das ganze Land Ägypten dann unter der Finsternis litt hatte, gab es Licht in Israel. The land of Egypt had frogs, but Israel part territory they didn't have, the Goshen. Das ganze Land Ägypten war überfüllt von Fröschen, aber dieses kleine Stück Land Gosen, wo die Israeliten waren, blieb verschont. People died all around Egypt, not in Israel. Überall starben Menschen in Ägypten, aber nicht in Israel. And then victorious they walk out of Egypt, finally. Und schließlich sind sie siegreich aus Ägypten ausgezogen. Walk into the land, on the land. Und sind durchs Land gezogen. Reaching the Red Sea. Sind schließlich ans Rote Meer gekommen. And then the rumors of the chariot of the Egyptian behind them. Und dann die Geräusche und die Gerüchte, dass der Pharao, die Armee des Pharaos hinter ihnen her. Moses, why did you brought us here? Mose, warum hast du uns hierher? To die in the desert. Um hier zu sterben. The Egyptians are charging at us. Die Ägypter sind hinter uns her. They already forgot. Sie haben bereits vergessen. What happened few hours before? Was viele Stunden vorher geschehen. How God was able to perform all such great miracles? Wie war Gott wohl in der Lage, all diese Wunder geschehen zu lassen? And God again be patient. The fire came behind them. They was sheltered. Und Gott war geduldig. Er sandte die Feuersäule hinter das Volk Israel zwischen ihnen und den Ägyptern. The Red Sea was open. Und das Rote Meer öffnete. They marched through dry land. Sie sind trocken durch das Meer gegangen. Reached at the side. Auf die andere Seite gegangen. Rejoicing, the God of our Lord has freed us again. Und wieder jubelten sie, dass der Herr sie befreit hat. Continue the journey. Sie sind weitergereist. Moses, we are hungry. Mose, wir sind hungrig. You bring us to die in the desert? Du hast uns hierher gebracht, damit wir sterben? Again, they forgot that they just walked through.
in the middle of the sea. Und wieder haben sie vergessen, dass sie gerade durch die Mitte eines Meeres gegangen sind. And that happens sometimes to our life too. Und das passiert in unserem Leben auch. But God is saying, do not forget the blessing that you already experienced. Und Gott sagt aber, vergesst nicht die Segnungen, die ihr bereits erlebt habt. In the beginning say, remember the promises. Am Anfang sagt er hier, erinnert euch an die Verheißungen. But don't forget what I already fulfilled in your life as well. Und vergesst aber auch nicht das, was ich bereits erfüllt habe in eurem Leben. And this is our tendency also as humans. Und das ist unsere Neigung als Menschen. When things go good in our life, wenn die Dinge gut laufen im Leben, we remember all the things, yes, everything is nice and good. Dann erinnern wir uns an das alles, weil es gut und angenehm ist. But once sometime the first difficulty come, aber sobald dann die erste Schwierigkeit kommt, we forget all the good. Vergessen wir alles Gute. All that happened, and we focus only on that moment. Und wir vergessen alles Gute und fokussieren uns nur auf diesen einen schlechten Moment. Our mind can get narrowed down to our pain, momentary pain and suffering. Und unsere Sicht verengt sich auf diesen Moment, der vielleicht voller Schmerzen ist. And we cut out everything that is good around us. Und wir tun alles Gute, was um uns herum sein mag, sozusagen wegschneiden. We can become blind to the good things. Wir können blinded. Den guten Dingen gegenüber blind werden. Maybe we have nice grandchildren smiling at us every day. Grandchildren, they are smiling to us, in front of us. Vielleicht haben wir Enkelkinder, die fast täglich eigentlich vor uns lachend herumlaufen. For example. Zum Beispiel. By the moment we are blinded to that. Aber in dem Moment sind wir vielleicht geblendet. Because we are attached to our momentary suffering and whatever we are going through. Weil wir diesen Moment der Trauer in dem Moment haben, in dem wir, durch den wir gehen. Or maybe there is a dog coming, try to make us happy. I don't know. Animal. We have a cat or a dog. Oder vielleicht hat man irgendein Haustier, eine Katze oder einen Hund, der gerade versucht, einen zu trösten. And then we have, but we see we don't want that. We're focusing on our own pain and suffering that we experience right at the moment. Und wir wollen das nicht und blenden alles aus, weil wir uns so sehr auf diesen Moment der Schmerzen oder der Trauer fokussieren. Or maybe we have children. Vielleicht haben wir Kinder. Or brothers or sisters, whatever it is. Schwestern oder Brüder. But we are so focused on our momentary pain. Aber wir sind so fokussiert auf unsere momentanen Schmerzen. That we have tendency to cut the people out. Wo wir dann die Neigung haben, alles andere aus unserem Leben, alles Gute, abzuschneiden, abzublenden. And we cut down the good memories also maybe. Und auch die guten Erinnerungen werden einfach wie weggeschnitten. We forget these things. Wir vergessen diese Dinge. We focus on the only on the problem as we see it right now. Wir sehen nur noch das Problem, was gerade ist. We do that in our daily life. Wir tun das im alltäglichen Leben. We do that in our walk with God as well. Und wir tun das bei auf unserem Weg mit Gott genauso. We don't see how God has brought us out of certain situation in the past. Wir sehen oft nicht mehr, wie Gott uns aus verschiedenen Situationen im Leben herausgeführt hat. Trusting that God can take us again out from the next situation where we are now. Trusting that God can do the same in the situation where we are right now. Und vergessen darauf zu vertrauen, dass Gott das ebenfalls in dieser Situation tun kann, uns herauszuführen. Maybe it's bigger problem. Vielleicht ist es ja diesmal or maybe it's smaller. Problem oder ein kleineres. But the promise is the same. Aber die Verheißung bleibt. Don't forget how I can work in your life. Gott sagt, vergess nicht, wie ich in deinem Leben wirken kann. Don't forget that I already have the answer to your prayer. Vergiss nicht, dass ich bereits die Antwort auf dein Gebet habe. Don't forget that the solution is already available for you. Und vergiss nicht, dass die Lösung dir bereits zur Verfügung steht. Do not forget how God has led in your life. Vergesst niemals, wie Gott euch im Leben bereits geführt hat. In the moment of discouragement, grasp on the promises that God has given to you. In Momenten der Entmutigung haltet euch an die Verheißungen fest, die Gott euch gegeben hat. But even you, if you are not a believer, the same principle can be applied. Und selbst wenn ihr kein Glaubender seid, könnt ihr das gleiche Prinzip anwenden. Do not grasp on the bad things that are happening only. Haltet euch nicht nur fest an den schlechten Dingen, die geschehen. Right now, whatever situation you are in. Zum Beispiel jetzt gerade in welcher Situation man auch immer ist. Don't cut out the good things that are still available around you. Und blendet nicht das Gute aus, was um euch herum immer noch da ist. Because there are still good things available. Denn es sind immer noch gute Dinge da. No matter how the situation is. Egal wie die Situation ist. Let me be a bit dramatic. Lasst mich ein wenig dramatisch werden. Even though you are going to die. You know, you only have 10 hours to live. Selbst wenn ihr sterben würdet und nur noch 10 Stunden zum Leben habt. You can still decide you're going to live these 10 hours.
dann könnt ihr euch trotzdem noch entscheiden, diese 10 Stunden bedeutungsvoll zu verbringen. Still can focus on the good things, on your family or whatever it is. Man kann sich immer noch auf die guten Dinge fokussieren, auf die Familie zum Beispiel. Decide to be a blessing for others. Und sich entscheiden, ein Segen für andere zu sein. Living up even 10 hours, but full and uplifted 10 hours. Es sind vielleicht nur 10 Stunden, aber 10 erhebende Stunden. Or you can also choose the opposite. Aber man kann auch das Gegenteil erwählen. Focus on the good that are in front of you. Fokussiert euch auf das Gute, was vor euch ist. Don't forget what already happened to your life. Und vergesst nicht, was bereits in eurem Leben bewirkt wurde. Remember that God had made certain promises in the Bible for his people. Erinnert euch daran, dass Gott Verheißungen in seinem Wort gegeben hat an sein Volk. God say, I will bring blessing in your life if you allow me to work with you. Und Gott sagt, ich werde Segnungen in dein Leben bringen, wenn du mir erlaubst, da in deinem Leben zu arbeiten. And don't forget how I already have led you until this point. Und vergesst nicht, wie er euch bisher bis zu diesem heutigen Punkt geführt hat. Let this be our prayer today as we start our new day. Lass das unser Gebet sein, wenn wir den neuen Tag anfangen. And let's have a blessed day. Lass uns einen gesegneten Tag haben. Let's pray. Lass uns noch beten. Lord of heaven, we are thankful for you today. Der Herr des Himmels, wir sind dir dankbar für den heutigen Tag. We thank you for this message. Wir danken dir für diese Botschaft. That is so encouragement. It gives us encouragement. Sie gibt uns so viel Ermutigung. We have good chance with you. The good possibilities with you. Wir haben so viele wunderbare Möglichkeiten mit dir. Lord, you always keep your word. Denn Herr, du hältst dein Wort. We can trust you in that. Und darauf können wir vertrauen. You maybe already show this in our previous experiences. Und vielleicht magst du es uns schon bewiesen haben in vergangenen Erfahrungen. God, your promised blessing, you will take care of your children. Herr, du hast versprochen, dass du dich um deine Kinder kümmern wirst. No matter how bad the situation can be. Egal wie schlimm die Situation sein mag. Like Elijah running. So wie Elia weggerannt ist. But still you provided for him. Und trotzdem hast du für ihn gesorgt. And Lord Jesus, you will do the same for us. Und Herr, du wirst das Gleiche auch mit uns tun. Because your word will not come to pass void. Denn dein Wort, Herr, wird nicht leer ausgehen. You also remind us, or counsel us not to forget. Und du erinnerst uns daran, dass wir dich nicht vergessen sollen. Not to forget how you led us. Dass wir nicht vergessen sollen, wie du uns geführt hast. Help us to focus also in the good things that are available to us. Hilf uns, uns auf die guten Dinge zu fokussieren, die uns immer noch zur Verfügung stehen. Our mind at times can become so narrow. Unser Verstand kann manchmal so eingeengt sein. And we are cutting away people that are trying to help us. Und wir lehnen Menschen ab, die uns helfen wollen. A possibility to be happy. Oder wir lehnen Möglichkeiten ab, die uns glücklich machen können. Just because we grasp one single negative thing. Weil wir uns nur an eine einzige schlechte Sache greifen. But for this we need your help. Aber darin brauchen wir deine Hilfe. Help us to surrender everything to your hand. Hilf uns, dass wir lernen, alles in deine Hand zu übergeben. And bless us today. Und segne uns heute. We pray as well for the food that's being prepared. Herr, segne auch das Essen, das vorbereitet wurde. And we pray in the name of Jesus. Und wir beten im Namen Jesu. Amen. Amen.